Der Torschützenkönig der vergangenen Saison, HSV-Stürmer Sergej Barbares, heute im Spiel beim 1. FC Köln erstmals von Beginn an. Die Hamburger in den blauen Trikots und vor allem bei Standardsituationen brandgefährlich. Kuhlmann offensichtlich überrascht mit einem Eigentor. Die 1:0 Führung für den HSV in der 21. Minute nach Freistoß von Marcel Ketteler. Auch nach der Pause der FC ideenlos. Erst mit der Einwechslung von Dirk Lottner kam die HSV-Abwehr in Schwierigkeiten. Und der leicht angeschlagene Lottner traf auch zum Ausgleich. 63 Minuten gespielt, 1:1. Lottner profitiert von Panadics Fehler. Und dieser Lottner, der drehte dann auch das Spiel. Sein gefühlvoller Freistoß bereits in der Nachspielzeit zum 2:1 Endstand für Köln. Der Sieg aufgrund der zweiten Hälfte verdient.